Deutschland gegen Frankreich, da fällt fast automatisch der Name Toni Schumacher. Kaum einer hat derzeit so viele Medienanfragen wie der ehemalige Nationaltorwart. Mit einmal sind die Bilder wieder sehr präsent, wie Schumacher im WM-Halbfinale 1982 in Sevilla aus dem Tor rast und Patrick Battiston gnadenlos über den Haufen fährt. Der Franzose blieb bewusstlos liegen und musste mit herausgeschlagenen Zähnen, einem angebrochenen Halswirbel und einer Gehirnerschütterung vom Platz getragen werden. Schumacher holt nun die Schatten der Vergangenheit wieder ein. Es gehört zu meinem Leben. Ich gebe Interviews. Der Patrick hat sich da so ein bisschen zurückgezogen. Es war sowieso nie ein Typ, der extrovertiert war, der sich immer so ein bisschen zurückgehalten hat. Toni Schumacher war damals für den Rest der Welt so etwas wie die dunkle Seite der deutschen Tugenden. Für die Franzosen sogar der Prototyp des hässlichen Deutschen. Das WM-Viertelfinale in Rio spült nun alles wieder an die Oberfläche. Schumacher will davon aber nichts mehr wissen. Für mich gab es eine wichtige Szene in dieser ganzen Battiston-Affäre. Das war die, als ich mich bei ihm entschuldigt habe. Die Entschuldigung hat er angenommen und somit war das Thema für ihn und für mich erledigt. Schumacher glaubt, dass mit dem Anpfiff in Maracanã die leidige Sache keine Rolle mehr spielen wird. Doch ganz weit im Hinterkopf hat selbst Manuel Neuer die Bilder des Horrorfouls. Es war schon eine brutale Szene, muss man ganz klar sagen. Ich hoffe, dass mir sowas nicht passiert. Er hat ja richtig Probleme dann auch gehabt, der Spieler von Frankreich. Und ich versuche es immer so einzuschätzen, dass ich erstmal den Ball gewinne und möchte natürlich auch dem Gegner kein Leid zufügen. 32 Jahre nach der unvergessenen Nacht von Sevilla kämpfen Deutschland und Frankreich um den Einzug ins WM-Halbfinale. Damals gewann die deutsche Elf mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Auch Toni Schumacher hätte nichts dagegen, wenn es wieder ähnlich ausgeht.